Spass und Spannung. Das ist nicht Werbung für ein Schoki-Ei, sondern was Sie heute erwartet. Sie könnten nicht nur ein Auto gewinnen, sondern auch ein Rätsel lösen und auf Afrika reisen. Herzlich willkommen bei Glanz und Gloria. Bevor wir aber zusammen mit Nick Hartmann auf eine grosse Reise aufbrechen, bleiben wir noch hier in der kalten Schweiz, besser gesagt auf dem Eis. Bald fällt der Startschuss für das Spektakel Art on Ice, das jedes Jahr Eiskunst, Stars und Musikgrössen zusammenbringt. Ab Januar stehen Stefan Lambiel und Leona Lewis zusammen auf dem Eis. Höchste Zeit für die zwei, sich schon mal zu beschnuppern. Stefan Lambiel gestern in London. Der Weltmeister hat ein Date mit Superstar Leona Lewis. Er wird bei Art on Ice Ende Januar zu ihrem Hit Run übers Eis tanzen. Doch um ein Haar wäre das Treffen mit der britischen Sängerin geplatzt. Ich war so aufgeregt oder hatte so viele Sachen im Kopf. Ich habe meinen Flug verpasst und dann hatte ich so Angst, dass es, weil ich bin extra nach London gekommen, um Leona zu treffen. Dabei hat der Eisprinz keinen Grund, nervös zu sein. Er hat seine Pirouetten schon zu vielen Songs internationaler Superstars gedreht. So etwa von Anastasia, Seal Mick Hucknall von Simply Red oder Zucchero. Auch Leona Lewis, sie pünktlich auf die Minute, ist voller Vorfreude. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu treffen und zu sehen, wie er den Song interpretiert. Es ist ein toller Song, um dazu zu laufen. Die Zusammenarbeit könnte stark werden. Und dann ist der große Moment endlich da. Da haben sich offensichtlich zwei gefunden. Stefan Lambiel und Leona Lewis verstehen sich auf Anhieb. Sie ist unglaublich schön, sie ist sehr sympathisch. Wir haben viel geredet und, über Eiskunstlauf, über ihr neues Album Glass Heart, über Art on Ice. Wir haben uns gut kennengelernt. Offenbar so gut, dass Stefan Lambiel schon Pläne für sich und Leona Lewis schmiedet. In Zürich haben wir vielleicht auch Zeit, in Niederdorf zu spazieren gehen und ja, sicher. Harmonie auf dem Eis ist also schon einmal garantiert. Und vielleicht ist das auch der Anfang einer ganz großen Freundschaft.